und da schwingt sich unser Stuntfahrer auf das Bike. Axel Winterhoff ist sein Name. Und bevor es hier richtig losgeht, erkläre ich euch, die sich vielleicht noch nicht ganz so auskennen beim Stuntfahren, die wichtigste Regel. Je lauter das Publikum ist, je mehr ihr ihn anfeuert, desto mehr hängt er sich ins Zeug. Simple Regel, versteht jeder, glaube ich. Und ich frage euch hier, die euch schon mal versammelt habt, am Rand der Fläche, habt ihr überhaupt Lust auf eine Stuntshow? Zeigt dem Axel mal, dass ihr da seid! Fährt sich das Motorrad noch mal ein bisschen warm. Er sitzt auf einer 6, auf einem 636er B-Modell im Jahr 2004. Da sieht man mal, wie robust so eine Kawasaki ist, dass sie so lange hält und wie gut der Axel ist langfahren kann, dass das Motorrad auch immer noch hält. Und er selber auch. Axel ist 37 Jahre jung. Von Beruf selbstständig, das heißt, er arbeitet selbst und ständig und er lebt nicht allein vom Stuntfahren, aber das Stuntfahren ist schon ein Teil seines Broterwerbs, vor allem während der Motorradsaison. So, und so Reifen wärmer, die aufgezogen werden auf die Reifen, sind beim Stuntfahren verwirrt. Dort werden die Reifen so warm gemacht, wie der Axel das jetzt macht. Mit Donuts nach 8 Jahren einfach mal ein bisschen den Lenker setzen dabei, zumindest mal ein Bein zwischen den Beinen, Arm durchschwingen, jetzt das zweite Bein noch. Ja, wir haben auch einen Schreibtisch und sitzen jetzt hier auf dem Lenker. Und das wäre dann das Burnout, um die Reifen warm zu fahren. Das mache ich nachher auch. Ja, das Motorrad ist ziemlich seriennah. Wirkt auf den ersten Blick nicht so, ist aber tatsächlich so. Natürlich hat er die Karosserieteile abgeschraubt, weil die natürlich immer gleich kaputt gehen im Falle eines Falles. Ansonsten wurden ein paar Abstellmöglichkeiten angebaut oder hingedengelt auf dem Tank, an der Sitzbank, am Heck und an den Seiten. Stoßstützen im Motor angebaut. Und die wichtigste Modifikation an dem Motorrad beim Stuntfahren ist die Bremsanlage, gerade hinten. Dort hat er nämlich 3 Bremsen angebaut, damit er natürlich die Drehung kontrollieren kann und dann die Bremsen hat. Und er fährt ein Kettenblatt, was hinten 70 Zähne hat. Das heißt, das Kettenblatt hinten ist fast so groß wie die Felge und gibt ihm dadurch aber viel Drehmoment, dass er diese Power-Donuts hier gut kontrollieren kann. Das heißt, hat bei langsamer Fahrt unheimlich viel Druck schon mal vom Motor. Genau. Zwei haben die Regel verstanden. Wenn euch was gefällt, dürft ihr auch applaudieren. Und los geht's in den Wheelie. Und zwar nicht nur ein normaler Wheelie, sondern auf dem Heck des Motorrades stehen. Jetzt geht der andere Fuß auf die Sitzbank drauf. Kontrolliert den Hochstand des Vorderrades über die Balance und das Gas. Und der Axel hat sich die Hinterbremsanlage neben dem Fußbremshebel, wie man es kennt vom Motorradfahren, zusätzlich auch an den Lenker gebaut. Das heißt, links am Lenker befindet sich unterhalb des Kupplungshebels auch noch ein Hebel für die Hinterbremse. Und jetzt klettert er da rauf. Genau, also er zeigt euch mit seinen Füßen, wo die Bremse ungefähr ist. Ich erzähle einfach zu viel über das Motorrad und achte zu wenig drauf, was der Axel da macht. Axel Winterhoff, unser Stuntfahrer, jetzt wieder. Oh, Foot Plant oder Foot Tap. Tippt da mit dem Fuß während des Wheelies auf dem Boden. Und zwar nicht, um sich abzustützen, weil er umkippt, sondern um sozusagen das kontrolliert zu machen, fährt er ganz nah an die Betonbegrenzung ran. Auch das war geplant. Beim Stuntfahren geht es nämlich eigentlich gar nicht darum, möglichst verrückt zu sein, sondern möglichst viel Kontrolle über das Motorrad zu haben. Und je langsamer er rollt, desto schwieriger ist es, die Balance zu halten. Wir wissen ja alle, vom Motorradfahren Tempo stabilisiert. Im Gegenschluss, wenn man langsam fährt, muss man unheimlich viel Balance und Gefühl haben. Hat jemand mitgezählt, wie viele Kreise waren das jetzt? Oh, da jetzt aus dem Standing Wheelie ins Sitzen gesprungen. Weiter geht's. Man muss auch sagen, dass für den Axel der
Farbe lag, alles andere als ideal ist. Hier, das sieht ja hier aus wie eine Motocross-Strecke von der Unebenheit her. Und gerade die Löcher im Belag machen sie nicht einfach, weil natürlich jeder kleine Wackler ihn aus der Balance bringt und der zusätzlich ausgleichen muss. So, jetzt auf dem Tank steht mit einem Fuß zwischen den Armen über den Lenker. Feuert ihn mal an, genau, wenn es euch gefällt. Seid ruhig laut, er hat ja einen Helm auf. Das heißt, ihr müsst noch wenn ihr euch hört. So, jetzt gibt es nochmal wieder ein paar Donuts. Der Axel war lange Zeit der Weltrekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde, wer innerhalb einer Minute die meisten Donuts auf der Motorrad dreht, innerhalb von einem 5 Meter Durchmesserkreis. Also so was ähnliches wie das hat er damals gemacht, nur wahrscheinlich noch schneller. Damit war der Axel auch schon beim Fernsehen in der Guinness Buch der Rekorde Shows natürlich. War aber auch mal bei der Model und das Freak, aber er betont, er war weder das Model noch der Freak. Also wer sich denkt, den habe ich doch schon mal gesehen, den Kerl. Ja, das kann gut sein. Stopp jetzt, also auf dem Vorderrad rollend anhalten. Oder es geht eher darum, möglichst lange zu rollen. Auf dem Vorderrad, auch das erfordert natürlich viel Balance. Und jetzt stellt er sich einfach auf den Tank, winkt. Also, das Motorrad rollt ja nur mit dem höhergestellten Standgas geradeaus. Ich habe das einmal mit meinem Monocross-Motorrad probiert, bin direkt im Fahrerlager auf die Fresse geflogen. Also, es sieht deutlich einfacher aus, als es ist. Axel Winterhoff. Unser Stuntfahrer, nachdem der Chris Rietig verletzt hat. Und jetzt, was macht er jetzt? Dreht sich rückwärts auf dem Tank, muss jetzt umdenken im Kopf, gibt jetzt mit der linken Hand Gas, mit der rechten Hand fester und der linken Lenkerseite fest, kontrolliert da über die am Lenker sitzende Hinterbremse, wie schnell oder langsam er fährt. Einhändig sogar. Genau, und unterstützt ihn ein bisschen, zeigt ihm, dass ihr noch da habt, zeigt ihm, dass ihr Bock habt auf Stuntriding hier bei den Cover Days 2022. Und da habe ich sogar ein Grinsen in seinem Helm gesehen, also er nimmt euch wahr, er freut sich, endlich wieder vor Publikum fahren zu können. Und dreht sich zu Axel Winterhoff. Um so eine Motorradkontrolle zu haben, versucht er täglich auf dem Bike zu sitzen, je nachdem, was die Arbeitslage und die Wetterbedingungen machen, gelingt ihm das mehr oder weniger. Aber es gibt tatsächlich Wochen, da sitzt er jeden Tag auf dem Motorrad, so ein, zwei Stunden am Tag, um neben seiner ganzen Arbeit, die er hat, funktionieren. Und nochmal der Footplant, kurz mal mit dem Fuß auf den Boden getippt, dann auf die Hacks, auf die Fußabstellmöglichkeiten und dann aus dem ja, stehenden Vini noch auf den Tank gesprungen. Das bringt natürlich jedes Mal ja, das Gleichgewicht in eine andere Position. Das heißt, er muss sich jedes Mal wieder anpassen. Jetzt hat's geklappt, jawohl. Applaudiert ihn, feuert ihn an. Auf den Tank sitzen und zurück auf die Sitzbank. Das heißt, schon wieder Unruhe reingebracht, aber alles absolut unter Kontrolle. Und schon wieder zum zweiten Mal auf den Tank. Top gemacht, Axel Winterhoff. Jetzt werden nochmal Donuts angedreht. Power Donuts hier mit viel Gas, viel Tempo auf engstem Kreis. Auf einer so einer Betonplatte kommt er da rum, wenn es ganz eng ist. Nochmal ein Stoppi. Wie sieht's aus, Speyer? Soll er noch ein bisschen weiterfahren? Habt ihr noch Lust? Jawohl, und jetzt? Burnout neben dem Motorrad mit der Handschaltung. Und dann kommt es wieder 5 Meter hochgeschaltet, der Donut. Ja, vielleicht die ganzen 2 Beine atmen, aber
Sancho, in allen Variationen. Deswegen lieben wir diesen Sport so. Das war nur ein Dark-Aid. So, ab in den Nebel. Ganz langsam, nur auf dem Heck des Motorrads steht Footplant, also wieder mit dem Fuß auf den Boden getippt. Und jetzt geht es da ganz langsam in engen Kreisen auf dem Hinterrad. Jetzt wird er auf die rechte Fußraste gegangen. Jetzt nochmal runter. Ja, das erfordert 4 Stunden Training. Zack, und da hat das Heck aufgesetzt, bewusst, aber auch das so ein bewusster Stop oder Tap, wie man sagt. Und jetzt Low Energy, habt ihr es gesehen, auf dem Hinterrad gefahren, ohne Hinterblinker zu haben. Also gar keine Möglichkeit, hier irgendwas zu kontrollieren, zumindest nicht mit den Händen. Da muss natürlich alles passen, absolute Konzentration erforderlich. Kleiner Breakslide, Power Lift. Und jetzt wieder auf engstem Raum der ehemalige Guinness Wunderrekorde. Weltrekordhalter im Donuts-Drehen. Donuts essen, das kann jeder. Donuts drehen auf dem Motorrad, das können nur wenige. Zumindest nicht in dieser Perfektion. Zum Thema viel Lärm um nichts. Zeigt euch mal, dass man nicht unbedingt viel Leistung braucht, um Stunts machen zu können. Viel Lärm hilft auch. Ja, habt ihr Bock auf den Podcast?
okay, er übernimmt das schon selber mit dem sich anfeuern. So, jetzt sind wir auf dem Big Bike. 636er 4-Modell, wie gesagt, von 2004. Die Reifen sind ein bisschen neuer. Ich glaube, der muss an den zwei Shows neuen Hinterreifen aufziehen. Angetestet, wie gesagt, der Farbe lag hier alles andere als ideal zum Stuntfahren durch die vielen Unebenheiten. Und jetzt nochmal ein Stoppi. Ich glaube, der Asphalt, der war auch schon mal frischer. Der ist noch aus dem letzten Jahrtausend. Nochmal ein Stoppi da hinten. Jawohl. Und ihr seht, also ich meine, der Axel fährt hier locker im T-Shirt und in Jeans und in Sportschuhen. Um sich einfach gut bewegen zu können und gerade auch mit den Füßen guten Halt auf dem Motorrad zu haben, mit den Sohlen und auch ein gutes Gefühl dafür, wo er natürlich steht und für die Bremsarmaturen. Deswegen, er ist ja eigentlich nicht mit so riesen Tempo unterwegs, deswegen braucht er keine Lederkombi, die ihn dann einschränkt und eingrenzt und ist ja eh viel zu warm. Deswegen kann er hier mit dem T-Shirt fahren, hat aber Brust- und Rückenprotektor unter dem T-Shirt, Ellenbogenschoner, seht ihr ja, Knieschoner auch an. Sitzt jetzt wieder auf dem Tank im Circle Wheelie, top! Links ist die Kupplung, ne? Einmal kurz ausgewirkt. Ja, ist immer einfach, von neben dran schlaue Sprüche zu machen, ne? Dann versuche ich einmal von der Eisdiele Wheelie und überschlage mich nach hinten. So sieht es nämlich aus. So, nochmal Circle Wheelie auf der Sitzbank stehend, mit ganz viel Gefühl. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Tempo stabilisiert, kein Tempo destabilisiert. Und er ist hier extrem langsam unterwegs mit seinem 70er Kettenblatt. Das Kettenblatt kann man übrigens auch bei einer Kreissäge einsetzen, glaube ich, um Holz zu schneiden. Und jetzt auf dem Tank, jetzt einen Fuß über den Lenker, jawohl! Wenn etwas nicht klappt, ist grundsätzlich das Publikum schuld, weil ihr zu leise seid. Ne? Und so steigt ein Stuntfahrer ab. Axel Winter, euer Applaus. So, und den Axel will ich jetzt noch mal kurz vor das Mikrofon holen. Du kannst den Helm auch absetzen.